Also das UFZ ist am Projekt Lebendige Luppe mit beteiligt. Und wir haben hier jedes Jahr Studenten, die die Frösche hauptsächlich untersuchen und die dann bei uns im Department Naturschutzforschung auch die Daten auswerten. Und dieses Jahr haben wir erstmals auch Studenten, die im Rahmen ihrer Bachelorarbeit die Molche mit untersuchen. Jawohl. Wie genau funktioniert die Falle? Also die Falle besteht aus zwei Teilen. Das ist ein relativ feines Gitter. Und an beiden Enden sind einfach nur so Trichter. Und die kann man dann halt in der Mitte ganz einfach so zusammenstecken, zumachen. Hier oben macht man sie dann mit so einem Clipper fest. Und da machen wir dann so ein kleines Seil dran und befestigen das am Ufer, damit sie nicht wegstürmt und schön an Ort und Stelle bleibt. Weil man muss natürlich auch darauf achten, dass oben ein kleiner Luftvorrat bleibt. Das heißt, wenn die wegschwimmt, das wäre gar nicht gut. Und ja, da schwimmen die dann einfach rein, ist aber nichts drin. Also ist kein Lockmittel drin oder so. Die Fangmethode besteht einfach nur darin, dass es einfacher ist, reinzuschwimmen, als wieder rauszuschwimmen. Aber also theoretisch könnten sie auch wieder rausschwimmen. Das ist ein Teichschwimmer, könnte ich mal sagen. Diese etwas hier oben. Dieser graue? Ja. Das kann gut sein. Oh ja. Ja. Ja, komm. Ja. Verstehst du das? Ja, das reicht mir. Das reicht uns. Ja, das war. Wofür macht ihr die Fotos? Also das Bauchmuster, was man hier sieht, das ist halt individuell. Also jeder Molch hat unterschiedliche Flecken am Bauch und dadurch kann man die ganz gut individuell erkennen. Und wir wollen damit, also ich werte das dann am Computer abends aus. Man kann damit sehen, ob wir die Molche jetzt zum ersten Mal fangen oder schon Wiederfänge haben. Und dadurch kann man dann so annähernd die Populationsgröße ein bisschen berechnen. Wozu macht ihr das? Ein Swab ist ein Wattestäbchen-Hautabstrich. Mhm. Der wird einfach an dem Körper sozusagen langgerieben, um dann entweder den Geruch oder die Pilze, alles was so auf der Hautoberfläche ist, bleibt da hängen. Also es gibt zwei Arten von Swabs. Die erste, die sie gemacht hat, die sind für den Geruch. Also dann nehmen wir den Geruch des Molches auf, um den dann für den Hund zu nutzen, zum Training. Weil wir können ja nicht mit lebenden Molchen trainieren und wollen das auch nicht. Und das zweite, das sind Swabs, um für den Pilz zu testen, den Chytridpilz. Weil es sein könnte, dass der inzwischen auch hier angekommen sein könnte. Und da haben wir im Department einen Spezialisten dafür, der sich das dann anschaut, der die Swabs analysieren wird und schauen wird, ob der Chytridpilz hier schon vorkommt. Und was ist das für ein Pilz, der die Molche befällt? Der Chytridpilz ist der Pilz, der gerade für das Amphibiensterben verantwortlich ist, der überall die Frösche, aber inzwischen auch die Salamander, der Salamander-Chytridpilz, auch die Salamander befällt. Und der in den Niederlanden zu diesen großen Aussterbeereignissen vom Feuersalamander zum Beispiel geführt hat. Genau, und das wollen wir hier untersuchen. Für den Salamanderpilz sind auch viele Molche immun, das wissen wir aus deren Studien. Also das heißt, sie können den zum Beispiel weitertransportieren, ohne selber zu erkranken. Und deswegen wäre es jetzt wichtig, die mal zu analysieren. Was machst du jetzt mit dem Molch? Also ich werde den Molch jetzt dem Hund zeigen. Der Hund kennt bisher nur die Gerüche an diesen Swabs, an diesen Abstrichen. Und jetzt schaue ich, ob er das sozusagen auf einen Molch übertragen kann, beziehungsweise wir sind immer noch so in der man nennt es Imprinting-Phase, so die Anfangsphase, wo er den Geruch lernen soll und darauf einfach nur total viel Belohnung kriegt. Genau. Und was ist mal das Ziel? Das Ziel ist, dass er dann später in den Landlebensräumen die Molche finden kann, weil wir darüber ja relativ wenig wissen. Wo halten sie sich im Sommer auf oder auch im Winter? Und wenn
er uns die zumindest mal zeigen kann. Da und da sind Molche, dann können wir natürlich auch naturschutzfachlich ganz anders reagieren, als nur die Gewässer sozusagen zu schützen und zu beobachten. So, Sammy, schau mal, Molchi. Klasse, super, 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 super. Super, ganz gut. Klasse. Ja, super. Ja, super. Mal check Molchi. Ja, klasse. Super. Super, super, super. Komm, 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 komm. Ja, super. Aus. Geh, check Molchi. Geh, check Molchi. Ja, klasse. Super. Ja, super. Klasse. Komm mit. Geh, check Molchi. Okay, warte, dann gib das mal essen. Ja. Komm, hol mal. Hol das Ei. Wo ist das Ei? Hier, hol. Ich bin überrascht, dass er nur so kurz schnuppert. Hier, hol. Der braucht auch gar nicht mehr schnuppern. Also das Schnuppern ist schon durch. Also das, was er suchen muss, das ist ihm schon klar. Das ist einfach nur noch, er muss das sozusagen, er muss hinlaufen, es finden, anstarren. Weil dadurch natürlich zum einen die Nase in die Richtung bringt, das ist für mich hilfreich, weil ich sehe, wo es ist. Und zum anderen auch immer sozusagen die Belohnung mit dem Geruch verbindet. Also Emotionen und Geruch sozusagen sind beim Hund extrem nah verknüpft. Und deswegen ist eigentlich am Anfang erstmal nur wichtig für ihn, an dem Geruch gibt es Belohnung. Und das restliche Spiel kennt er ja schon, er kennt ja andere Arten. Aber jetzt sozusagen die neue Art Molch, dass er die sieht, auf diese Art gibt es auch eine Belohnung. Ja, klasse, super. So, und jetzt würde ich den Molch mal erlösen, weil der steht natürlich hier auch ziemlich in der Sonne, das ist nicht so toll. Gut, hast du eine Pause? Nein, komm, wir suchen mal dein Spiel. Und habt ihr einen Überblick, wie viel ihr etwa gefangen habt? Jetzt schon? Kann man da irgendwie was dazu sagen? Also ich glaube, insgesamt, jetzt in allen Zeichen zusammengenommen, ungefähr... Ich würde schätzen 80 Teichmolche und 20 Kammolche. Ja. Wie würdet ihr das jetzt bewerten? Habt ihr das erwartet oder habt ihr mehr, weniger erwartet? Also ich glaube, stopp mich, wenn ich falsch liege, wir haben auf jeden Fall nicht so viele Kammolche erwartet. Genau, weil ja der Punkt war, dass die Sorge bestand, dass der Kammolch hier verschwunden sein könnte oder zumindest nicht mehr viele da sind. Und daher freuen wir uns natürlich sehr, dass wir in den meisten Teichen auch Larven haben, ja. Dass er also auf jeden Fall noch da ist und sich reproduziert. Also jetzt wahrscheinlich nicht keine dramatischen Populationsgefährdungen da vorliegen. Ob da Rückgänge vorliegen oder nicht, das können wir natürlich nicht sagen, weil wir sie ja vorher nicht erhoben haben. Weißt du, wenn es